Also es gibt 6 Werkstätten und ich habe mir genau Textil ausgesucht, weil mich das interessiert. Und ja, und das gefällt mir auch bis jetzt. Ja, zuerst wird man mit der Nähmaschine bekannt gemacht, also wie man es einfädelt und wie man damit arbeitet und die Funktionen, und dann kriegt man Nähübungen, und wenn man die gemacht hat, dann darf man richtig arbeiten. Zuerst leichte Aufgaben und dann werden es halt immer schwieriger. Entweder haben wir einen längeren Tag oder einen kurzen Tag. Wir gehen am Mittag essen und sonst dann wir Taschen nähen. Taschen oder halt Bücherl, Federbinale. Die Kunden kommen dann und schauen sich an und sind meistens eigentlich sehr begeistert. Und die Produktionsschule, die hilft eigentlich in allen Maßen. Also man hilft beim Bewerbungsgespräch, weil das spürt man nach. Und auch bei den Bewerbungen selber wird sehr viel geholfen. Und man lernt auch im Verkauf zum Beispiel. Weil wir stehen auch auf Ständen mit unseren Waren. Oder bei Frühlingsmärkten werden die verkauft. Oder bei Muttertags. Also es gibt verschiedene Anlässe, wo das verkauft wird. Und da lernt man eigentlich auch sehr in Kontakt mit den Kunden und wie man richtig verkauft. Also in der Produktionsschule tut man einerseits arbeiten und einerseits auch Arbeit suchen. Ja, die BO-Trainerin, mit der kann man immer reden, und die sagt mir dann auch viel, die zeigt mir dann auch viel Training, die sagt mir, was da so kommen wird. Und sonst bei den Bewerbungen ist es auch eine große Hilfe, weil sie es immer durchschaut und auch uns immer einen guten Rat gibt, wie man das verbessern kann und persönlicher machen kann. Also nach der Produktionsschule wünsche ich mir, dass ich als Systemgastronomiefachfrau anfange. Also ich werde sicher Lehre haben, wenn das da vorbei ist. Weil ich werde da super gecoacht und das wird schon hinhauen.